Hallo, ich bin Hans Friedl, Fraktionssprecher für Wohnen, Bauen und Verbraucherschutz. Ich habe ein wichtiges Anliegen an die Damen und Herren Volksvertreter im Deutschen Bundestag. Die Abschaffung der Erbschaft und Schenkungssteuer. Denn seit Jahresbeginn ist das Vererben von Immobilien deutlich teurer geworden und die Erbschaftssteuer gleicht einer Abgabenerhöhung durch die Hintertür. Ihr kennt es selbst. Die Mieten in Bayerns und Metropolregionen liegen teils bei mehr als 20 Euro pro Quadratmeter und bezahlbarer Wohnraum im Freistaat wird immer knapper. Aber es könnte mehr davon geben, wenn viele Immobilienbesitzer nicht gezwungen wären, hohe Mieten zu verlangen. Sie können die Erbschaftssteuer nicht aufbringen, müssen teure Kredite aufnehmen und diese auf die Mieter umlegen. Oder sie müssen Hals über Kopf verkaufen. Oftmals an Investoren, die allein auf hohe Renditen abzielen. Deshalb fordern wir Freie Wähler die Abschaffung der Erbschaft- und Schenkungssteuer für alle. Denn diese Steuern tragen zur Verschärfung der Wohnungsnot bei. Außerdem greifen sie tief in die Vermögenssubstanz von Arbeitnehmern und Mittelstand ein. Immobilienbesitzer mit mehr als 300 Wohnungen zahlen heute schon keine Erbschaftssteuer. Eine Erhöhung der persönlichen Freibeträge, wie sie Bundesfinanzminister Lindner vorschlägt, reicht uns nicht aus. Stattdessen fordern wir eine Länderöffnungsklausel, die es Bayern ermöglicht, diese Angelegenheit im Interesse seiner Bürger selbst zu regeln. Mindestens bedarf es einer Regionalisierung der Erbschaftssteuer. Bund und Ländern machen wir weiter Druck. Falls sich in Berlin nichts tut, gehen wir bis vor das Bundesverfassungsgericht. Und wir haben eine große Informationsoffensive gestartet. Unter dem Motto Rote Karte für die Erbschaftssteuer lade ich in diesen Wochen immer wieder zu Veranstaltungen ein, auch in eurer Nähe. Kommt doch mal vorbei und lasst euch konkret aufzeigen, wie ihr von Erbschaft und Schenkungssteuer betroffen sein könntet. Zum Beispiel am 17. April bei Fraktion vor Ort in der Friesenhalle Eichenau im Landkreis Fürstenfeldbruck und auch am 28. April in Landsberg am Lech. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, uns unterstützt und allen euren Verwandten und Freunden sagt, die Freien Wähler wollen Erbschaft und Schenkungssteuer abschaffen. Dankeschön für eure Hilfe, euer Hans Friedl.